Also, ja, was soll ich euch erzählen? Thema Schalke 04. Kennt ihr diesen einen Song? Der geht so, warte, ich versuch so ein bisschen den Vibe aufzufangen. Ihr müsst so ein bisschen schunkeln, ihr müsst so ein bisschen wippen, ihr müsst so ein bisschen gute Laune haben. Denn ihr seid gerade auf dem Weg zu der Party eures Lebens und dann kickt so rein und es fadet so ein bisschen rein. Es wird immer so ein bisschen lauter. Jede Millisekunde, die ihr den Song hört, wird es ein bisschen lauter und es geht. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then! Und das, meine lieben Damen und Herren, ist heute beim glorreichen FC Gelsenkirchen Schalke 1904 für deine Farben leben und sterben wir passiert. Denn Schalke 04 hat sich gedacht, two birds, one stone, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir machen einmal zapzarab. Und wenn gerade schon Länderspielpause ist und der DFB ein bisschen Kritik bekommt wegen Adidas und Nike, dachten die sich, hey, ganz im Ernst, wir sind die Ritter des Ruhrgebiets. Wir sind die Ritter des Ruhrgebiets. Wir galoppieren mit unserem von Schulden geplagtem, Krebsgeschwür tragendem Pferd in die Burg der Medienlandschaft hinein und sagen, heute sind wir das mal wieder. Heute sind wir mal wieder am Start. Denn Schalke 04-Trainer Karel Gerards hat Timo Baumgartner mitgeteilt, dass dieser ab sofort kein Teil der Profimannschaft mehr ist. Diese Entscheidung gilt für den Rest der Saison. Gerards dazu: Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin. In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen kann. So, und wenn man sich denkt, ey, 12:21 Uhr reicht noch nicht, um uns hier in ein entspanntes, gepflegtes und gesundes Wochenende zu entlassen. Kommt noch hinterher. Nächste Veränderung auf Schalke ab Sommer. Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Die Schalke-Legende Gerald Asamoah und der Club gehen ab Sommer getrennte Wege. Der Club will die Strukturen verschlanken. Und dann ist natürlich die Frage, okay? Dann ist natürlich die Frage, wer wird Millionär-Style? Was fragen sich die Fans nach dem Rausschmiss von Gerald Asamoah am meisten? Antwort A: Wer wird der Nachfolger? Antwort B: Kriegt er einen würdigen Abschied? Antwortmöglichkeit C: Werden die Spieler traurig sein? Oder Antwortmöglichkeit D: Warte, was zum F*** war eigentlich seine Aufgabe? Denn die Position sportlicher Leiter hat der Club auch schon bekannt gegeben, wird in der neuen Saison auch einfach nicht mehr besetzt. Ja, also, ich sage euch open und ehrlich, ich bin jetzt nicht überrascht. Ich bin jetzt hier tatsächlich nicht überrascht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich muss halt nur sagen, hier, Timo Baumgartel, ich meine es komplett ernst, und ich hoffe, ihr macht es mir hier zu Hause alle miteinander nach. Ich stehe jetzt auf und verbeuge mich. Das, was Draco Malfoy im dritten Teil von Harry Potter vor Seidenschnabel hätte machen sollen. Ich verbeuge mich vor Timo Baumgartel. Bruder, du hast es einfach geschafft, in einem Kader rauszufliegen, wo gerade ein Innenverteidiger fit ist, der Martin Kaminski heißt. Und die finden dich so scheiße, dass sie dich lieber zu U23 schicken, als dass du noch bei uns auf dem Platz stehst. Bruder, also so kacke muss man erstmal sein. Wirklich Respekt. Digga, der Verein hat original einen fitten Innenverteidiger. Und dann läuft da so ein Timo Baumgartel rum. Und irgendeiner kommt auf die Idee und sagt: Dein Bruder, nee, wirklich, also der Mann ist so scheiße. Der geht uns allen hier so auf den Sack. Der zieht so eine Fresse beim Training. Schickt den lieber zu U23. Das ist besser, als wenn der für uns noch spielt oder im Kader steht. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber auch da verweise ich jetzt hier nochmal auf meinen Tweet. Ich muss sagen, zum Glück, meine lieben Freunde, war dieser Ausgang nicht abzusehen. Ich meine, wer, Chat, wer hätte es ahnen können, dass das Kapitel Timo Baumgartel und Schalke 04 keine Liebesbeziehung mehr wird? Ich muss tatsächlich sagen, nachdem er die Hälfte der Hinrunde schon unter Karel Gerards außen vor war, dass der in der Rückrunde nochmal richtig einschlägt. Und naja, also es wird natürlich den ein oder anderen Fan gegeben haben, der dann auch gefordert hat, dass man im Winter vielleicht einen neuen Innenverteidiger holt, weil wir ja da Nachholbedarf haben, weil Leute wie Timo Baumgartel ja komplett außen vor ist. Aber unsere Vereinsführung, die war natürlich auch einfach wieder so ein Stückchen weiter als wir. Die waren ein bisschen schlauer. Die sind natürlich auch ein bisschen enger drin in den Geschehnissen. Die sind jeden Tag dabei auf dem Trainingsplatz. Die wissen, wie es abgeht. Und da
Wie ein Neuzugang. Jetzt ist Baumgartel gefragt. 21. Januar. Ist das krass. Ey, es ist wirklich... Ich, sorry, dass ich heute auch in Bezug auf Schalke jetzt vor allem so tief ironisch bin. Aber du kannst dir die Scheiße ja nur noch schön saufen, ne? Mal nur eine kurze Zusammenfassung. Was in den letzten 4 Wochen auf Schalke passiert ist. Okay? Nur mal, ich glaube, es sind sogar 3 Wochen. Kurze Zusammenfassung, was in 3 Wochen bei uns passiert ist. 3-0 Niederlage in Magdeburg. Gerrards ist vor dem Rauswurf. Die Fans sind komplett sauer. Alle reden von Arena Ring 2.0. Wir spielen gegen St. Pauli zu Hause. Alle Fans vorm Spiel sagen, das gibt heute eine zweistellige Reise. Auf einmal spielt Schallenberg Innenverteidigung. Wir fressen den Tabellenführer St. Pauli auf. Wir fressen die auf. Gewinn 3-1. Gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer. Kollektives Aufatmen in Gelsenkirchen Umgebung. 2 Tage später. Erste News. Hechelmann mit sofortiger Wirkung entlassen. 4 Tage später. Spiel gegen Paderborn. 2-0 Führung. Moke mit dem legendären Halbzeit-Tweet. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Serie starten, können wir noch aufsteigen. Wir choken rein, drehen das Ding auf ein 3-3. Die Laune ist ein bisschen gekippt. Auswärtsfahrt nach Berlin. Wir werden von Fabian Rehse komplett eingeschult, kriegen 5-2 auf den Deckel. Baumgartel in die U23 und Asamoah wird entlassen. Und meine Freunde, das waren die letzten 3 Wochen Schalke 04. Es ist... Junge, in drei Wochen, ich schwöre, in der ganzen Vereinshistorie von Rasenballsport Leipzig ist nicht so viel passiert. Das ist ja geistkrank. Gut, die gibt's auch erst seit 2009, aber trotzdem, das ist doch Wahnsinn. In 3 Wochen, Junge, weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten soll. Ich habe mir überlegt, ich fahre morgen in den Skiurlaub, ne? Ich fahre morgen in den Skiurlaub, okay? Ich hatte überlegt, ob ich Twitter, Social Media, Instagram und so alles für eine Woche wieder deinstalliere, so ein bisschen Social Media Detox mache. Aber wenn ich das tue, dann kann es ja sein, dass ich die Auflösung des Vereines, den neuen Trainer, den neuen Innenverteidiger oder Ben Manga verpasse. Das heißt, funktioniert ja nicht. Ich will ja schon wissen, was in meinem Verein so alles passiert. Also es ist wirklich, es ist alles schon wieder komplett verrückt. Ich liebe und hasse diesen Verein, der macht, dass ich in einem Jahr 5 Jahre älter werde. Ja, 100%, Digga. 100%. Ich weiß noch, wie alle inklusive mir den Transfer gefeiert haben und dachte, der bringt euch zurück in Liga 1. Komm mal, jetzt, also ich weiß, der Talk wird auf YouTube online kommen und ein paar werden sich denken, Digga, was ist denn mit Broski? Hat er jetzt irgendwie Spaß daran, dass sein Verein so reinscheißt? Guck mal. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, das werden vielleicht auch ein paar Schalker verstehen, es ist so schlimm, was die letzten Jahre passiert ist und auch wieder diese Saison passiert ist. Du musst Galgenhumor und Ironie anwenden, sonst kannst du das nicht ertragen. Und in dem Modus bin ich gerade voll. Ich könnte das sonst nicht ertragen, sonst würde ich ja nur in der Ecke sitzen und traurig sein. Und deshalb muss ich mir halt manche Sachen so ein bisschen lustig reden, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Und das ist ja auch so typisch Schalke, jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich dachte, das ist... Ihr könnt mich da jetzt für verrückt erklären. Und weil Nachhinein natürlich immer sagen, ja, nee, ihr habt da Scheiße geholt und na, hahaha. Aber Real Talk, und ich stehe zu diesem Call, weil ich weiß, dass ich ihn damals auch öffentlich getroffen habe und jetzt bin ich natürlich ein Jahr später schlauer. Ich habe, als wir Baumgartel verpflichtet haben, gedacht, wir haben einen absoluten Stil gemacht und wir haben einfach den besten Innenverteidiger der Liga for free gekriegt. Das war meine Einschätzung damals. Wie heftig kann sich etwas innerhalb von einem halben Jahr ändern? Das ist so krass. Das ist so krass, Alter. Hat aber, glaube ich, jeder gedacht. Ja, es ist Wahnsinn. Das dachten alle, ja. Guck mal, ich war ja mit, ich war im Podcast von der Sportbild. Ich weiß nicht, ich war in irgendeinem Podcast vor ein paar Wochen. Und derjenige, der den Podcast führt, hatte auch mit Tusche, also Thorsten Matuschka, am Anfang von der Saison einen Podcast aufgenommen. Und da meinte Tusche, ich glaube, dass Schalke 04 ist die beste Zweitligamannschaft rein vom Kader her aller Zeiten. Und man hat halt so auf Ernst darüber diskutiert, so von wegen, ja, der Kader ist viel zu gut für die zweite Liga. Die müssen wieder hoch. Krank, ne? Krank. So ein bisschen wie bei Mané und Bayern. Jeder dachte, der schießt die Bundesliga kaputt, ja.
glaube, man hat die Auswirkungen seiner Krankheit unterschätzt, aber ist so. Stammplatz heißt er. Ja, Stammplatz heißt der Podcast. Du, guck mal, ich will mir nicht anmaßen, darüber zu sprechen, wie vor allem sowas Heikles wie eine Krebserkrankung jemanden beeinflusst hat oder nicht beeinflusst hat. Ich glaube, bei Baumgartl und Schalke, das hat einfach nicht gepasst so. Und ich meine, spätestens in dem Moment, wo er nach der Aussage über Thomas Reis suspendiert worden ist, war für mich klar, das Ding ist durch. Da hast du ja einfach schon gemerkt, dass das keine Liebesbeziehung mehr wird. Und als dann halt auch, also spätestens auch noch da, als Karel so gar nicht auf den gesetzt hat, so, das war ja schon so ein unausgesprochenes Geheimnis, dass der im Sommer geht, ne? Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass man den jetzt vor allem, also meine Einschätzung war, dass man dem vor allem nach Paderborn und St. Pauli, wo es wieder so ein bisschen besser lief, dass man den vielleicht nochmal zurück ins Team eingliedert und dem vielleicht nochmal eine Chance gibt. Aber es muss ja auch irgendwas Zwischenmenschliches vorgefallen sein. Also du schickst nicht jemanden, wenn du gerade keinen Innenverteidiger im Kader hast, einfach so in die U23. Das machst du nicht. Es gibt ja auch einen Grund, warum zum Beispiel Cissé nicht wiederkommt. Ne? So, wir haben ja eigentlich auch noch Cissé. Der kriegt ja auch gar keine Chancen mehr in der ersten Mannschaft. Das wird dann damit zu tun haben, wie die Trainingseinstellung ist. So, wir haben ja von Timo Baumgartl gab es ja zum Beispiel auch so ein, zwei Instagram-Stories, wo der halt so sehr klar signalisiert hat, was der vom Trainer und von der Entscheidung hält, dass er aktuell nicht im Kader ist, ne? Also, das waren dann zum Beispiel während des St. Pauli-Spiels hat er dann so Instagram-Stories gemacht. Das, ja, wurde da halt schon so ein bisschen deutlich. Schreibt einer gerade rein, am Mittwoch beim Testspiel wurde sich absolut lächerlich über den gemacht. Ich habe halt nur einen Ball, also ich habe nur so einen Pass von dem gesehen, der auch auf Social Media viral gegangen ist, wo ich mir auch schon wieder dachte, yo, also das hier war tatsächlich einer der allerletzten Aktionen von Timo Baumgartl im Schalker Trikot. Ja. Weiß nicht, ob es jetzt nur an dem Spiel in Gütersloh gelegen hat, aber ja, gut. Also, wie gesagt, am Ende des Tages finde ich das so krass. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wie heftig, egal mir das alles ist. Schalke 04 macht so komische Sachen. Ich schwör's euch, ich bin so fertig damit. Also, dass Timo Baumgartl nochmal eine Sekunde für uns spielt oder nicht, ist mir sowieso scheißegal. Aber ich finde es bezeichnend, wie heftig mir auch Asamoah egal ist. Und das, obwohl er eigentlich eine komplette Vereinslegende ist. Das ist einer der Helden meiner Kindheit. Aber dadurch, dass er jetzt auch die ganze Zeit, und der wird bestimmt nichts dafür gekonnt haben, so, aber dafür, dass er jetzt auch die ganze Zeit Teil dieser Versager war, das ist ein doofes Wort, aber ist halt so. Also der Funktionär, ich rede nicht vom Spieler Asamoah, der Funktionär Asamoah. Ich weiß nicht, wie das bei euch heute war, würde mich mal interessieren an die Schalke-Fans im Chat. Als ihr das heute mit Asamoah gelesen habt, also meine Reaktion war so. Ja, okay. Da war so meine Reaktion. Und normalerweise würdest du ja, wenn halt eine Vereinslegende, also eine spielerische Vereinslegende, einen Job im Verein hat, würde man ja eigentlich so richtig traurig sein und sich so denken, boah, schade, aber bei mir war es halt so richtig so, ja, mir doch egal. Ich weiß halt nicht mal, was deine Aufgabe war. Und ich glaube, das ist halt das ganz, ganz große Problem, was ich halt im Nachhinein so schade finde, weil Leute denken ja immer, dass ich so ein Prinzipienkritiker von Asamoah, also da sind wir wieder beim Thema, was wir auch gerade beim DFB hatten. Wenn ich etwas kritisiere, hate ich es ja nicht. Also hate 0,0 Gerald Asamoah, weil ich nicht beurteilen kann, was seine Aufgabe war. Ich habe mich einfach nur die ganze Zeit gefragt, warum turnt er da rum und warum gibt man dem keine vernünftige Aufgabe? Meine abschließende Meinung zu Gerald Asamoah ist sogar, dass ich glaube, dass da der Verein Schalke 04 reingeschissen hat. Weil das hat man ja auch schon mal so durch die Blume verlauten lassen, dass man ihn eigentlich darauf vorbereiten wollte, dass der irgendwann einen führenden Posten in der Geschäftsführung dort übernimmt. Und der wurde ihm in Aussicht gestellt, er hat extra Lehrgänge und sowas gemacht. Und so am Ende des Tages hat er ja einfach keine Aufgabe bekommen. Also meine Kritik ist tatsächlich der Personalie Gerald Asamoah, die richtet sich für mich eher an den Verein als an Gerald Asamoah. Weil, ja, Junge. An Asamoah seiner Stelle, wenn er halt keine Aufgabe bekommt, was soll er halt machen? Also, ja, dementsprechend ist halt so. An so vielen Stellen, wie es da scheitert, muss ja irgendwo am Verein liegen. So viele Einzelpersonen können eigentlich gar nicht in einer Saison scheitern. Das musst du dir mal überlegen, guck mal, in dieser Saison, das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Schalke
Funktionäre, die diese Saison entlassen worden sind: Peter Knebel, Thomas Reis, Andreas Hechelmann, Gerald Asamoah, Timo Baumgartel, Ibrahima Cissé. Du kommst auf zwei Spieler, vier Funktionäre. Habe ich noch einen vergessen? Hallo, ja klar, unseren Vorstandsvorsitzenden ja auch noch. Wie hieß denn der nochmal? Schröder, Bernd Schröder ist ja auch noch gegangen, der das mit den Sponsoren komplett verkackt hat. Junge, wir haben einfach innerhalb von einer Saison unseren Trainer, unseren Sportdirektor, unseren, sportlichen Leiter war das Ding von Asamoah, wir haben ja alles ausgetauscht. Das ist so krass. Wir haben jede Position ausgetauscht. Hechelmann, Asamoah, auch Knebel. Schalke hebt immer Leute in Positionen, in denen sie nicht gehören und dann lässt sie dann, ja, plus eins. Ich bin absolut deiner Meinung, Bro. Genau das ist das Problem. Genau das ist das, wenn du halt einfach, und da muss Schalke unbedingt hinkommen, du musst langfristig planen. Nicht immer dieses hier ein Loch stopfen und da ein Loch stopfen. Ach, und wenn jetzt hier eine Position frei wird, dann kenne ich hier noch einen, der ist auch eine Vereinslegende, dann probiere ich den mal aus. Das wird so nichts. Peter Knebel, du, inhaltlich soll der wohl sogar teilweise echt ganz ordentlich gearbeitet haben, aber das ist halt niemand, den du, vor die Presse schicken darfst. Es darf nicht das Gesicht deines Vereins sein. Dann blamierst dich halt bis auf die Knochen mit, ne? Bei Wilmots wird es auch nicht anders sein. Der wird auch relativ schnell wieder entlassen, denke ich. Ja, ja. Also mein Szenario, was ich predikte für Wilmots, ist, dass Gerards jetzt die nächsten zwei Spiele verlieren wird und dann Wilmots für die letzten sechs Spiele auf der Bank setzen wird, Schalke retten wird, sich dann dafür feiern lässt und dann sagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann stehen wir halt am Ende der Saison ohne alles da. Dann haben wir halt gar nichts mehr. Das ist jetzt so gerade meine Prediction für das Saisonende.